Wenn man nur Gedanken hat, können wir ja auch diese Energien, elektrische, elektromagnetische Felder übers Hirn messen. Aber sobald Gefühle dazukommen, aus der Region des Herzens, Emotionen, dann explodiert ja diese Energie. Das sind ja viel, viel größer stärkbare Messungen, die man macht. Und ich glaube, wenn solche Wunder geschehen, dann ist es nicht nur hier oben, sondern eben es ist auch mit den Gefühlen verbunden. Und diese Energie geht dahin, wo sie sein muss, um Reparaturprozesse zu machen. Und das Entscheidende ist, wofür wir so schön sagen, aus unserem Herzen, dass es um unsere ureigene Schwingung geht. Also im Kern, all unsere Konstrukte, wer ich bin, also angefangen von den Daten, die in der Gemeinde im Einwohnermeldeamt gespeichert sind, mein Sprüchlein, das ich bei der Bank aufsagen muss, um ein Konto zu eröffnen und alles, das sind doch im Kern, sind das alles Rollen. Aber wer bin ich denn dahinter? Also wer bin ich hinter all meinen Rollen und den angelernten Strategien, wie ich gut durchs Leben komme. Und das zu erkennen, dass hinter all den Rollen und Strategien immer eine ureigene Schwingung liegt und in Verbindung zu sein mit meiner ureigenen Schwingung, die wir oft im Herzen wahrnehmen, aber ich bin sicher, das geht durchs ganze Zellsystem und möglicherweise auch darüber hinaus und in Verbindung zu dieser Schwingung der Urquelle zu kommen. Also wieder in Verbindung zu sein mit dem, wer wir wirklich sind. Das ist die Grundlage für eine heilsame Wirkung in dieses Zellsystem. Ob da wirklich Heilung stattfindet, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Oder ob wir es eher bezeichnen können, ich erfinde mich neu und meine Zellen erfinden sich neu. Also Heilung setzt ja immer voraus, das Defizit zu beseitigen. Also Heilung hat ja allein vom Wort etwas, wie ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, ich möchte nicht nach Hamburg oder ich möchte nicht nach Bali. Ja, also wo willst du denn hin? Und da liegt eigentlich der Schlüssel drin. Kranke Menschen haben oft nur noch ein Thema im Fokus, weg von den Symptomen. Und diesen Prozess umzudrehen, der ist viel heilsamer. Wo willst du wirklich hin? Wer willst du wirklich sein? Wie willst du dich ins Leben bringen? Das ist etwas ganz anderes, als weg von zu kommen. Also wieder in diese Schwingung zu kommen, wer wir wirklich sind, mit uns selber in eine Schwingung zu kommen und zu erkennen, welche Inhalte unserer Gedanken, Gefühle, Empfindungen bringen wir in Form, informieren wir. Und wenn wir da bewusst sind, es ist verblüffend, was in dieser Welt, in diesem Zellsystem passieren kann. Vielen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.